Warum Freitage mich an gesunde Ernährung erinnern? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Am Freitag ist es gut, Surah al-Kahf zu lesen. Und subhanallah, in Surah al-Kahf, die Jünglinge in der Höhle, als sie etwas zu essen holen wollen, reden darüber, dass sie die beste, die reinste Nahrung haben möchten. Und subhanallah, ich finde das eine wichtige Erinnerung für uns heutzutage, weil wir haben die Möglichkeit, die meisten von uns zumindest, möge Allah denjenigen erleichtern, die die Möglichkeit nicht haben, und möge Allah uns an sie denken lassen und ihnen helfen, wo wir nur Möglichkeiten haben. Amin. Die meisten von uns haben die Wahl. Wir können Biogemüse essen, wir können irgendwelche Süßigkeiten, Fastfood, wir können frische Kräuter, wir können uns selbst Sprossen ziehen, wir haben die Wahl. Wenn wir etwas nicht wissen, wie es geht, dann können wir uns tausende von Videos anschauen und uns selbst beibringen übers Internet. Wie geht das? Wie mache ich das? Und es gibt eigentlich nichts, wo uns das Wissen oder die Ressourcen fehlt. Subhanallah, Alhamdulillah. Und trotzdem fällt es vielen von uns so schwer. Und noch eine andere Sache möchte ich darauf aufmerksam machen, weil gerade der Freitag, aber generell auch im Islam, ist uns Reinheit auch sehr wichtig. Dass wir uns charakterlich reinigen, dass wir auf körperliche Hygiene achten. Und da möchte ich euch zur Ernährung nochmal zwei Fragen stellen. Das erste ist, achte mal darauf, wenn du dich eine Zeit lang besonders gut ernährt hast, wie ist das für dich charakterlich? Kann es sein, dass es dir leichter fällt, freundlich zu sein? Dass es dir leichter fällt, dankbar zu sein, wenn du vitaminmäßig gut genährt bist? Also wenn dein Körper all das hat, was er braucht, als wenn du dich so mit Ungesundem vollgegessen hast, dass dir der Magen schwer ist und du vielleicht Schmerzen hast und dich insgesamt unwohl fühlst. Fällt es dir leichter, dich an Allah subhanahu wa ta'ala zu erinnern und dich so zu verhalten, wie du selbst weißt, dass es eigentlich gut wäre, achtsam zu sein, mitzubekommen, wenn zum Beispiel, was im Islam auch wichtig ist, deine Nachbarn Hilfe brauchen. Vielleicht hast du eine Nachbarin, die gerade nicht selbst einkaufen gehen kann. Vielleicht ist da jemand krank, vielleicht hat jemand einen Unfall oder ist schon älter und bräuchte deine Hilfe. Ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du es bemerkst und dementsprechend handeln kannst, wenn es dir gesundheitlich gut geht? Und die andere Frage neben dem Charakterlichen ist auch körperlich. Wenn du dich gut ernährt hast, möglichst gesund ernährt hast, das gegessen hast, was dir wirklich gut tut und dich das auch immer wieder gefragt hast und da ehrlich zu dir bist. Lass uns an der Stelle mal wirklich offen miteinander reden. Wie ist das mit den Dingen, die eben mal stinken können? Wie zum Beispiel Schweiß, Mundgeruch und andere Dinge. Sind die eher stärker, wenn du dich von frischem Wasser, Gemüse, frischem Obst, in Kräutern und Vollwert ernährst, oder stinkt es mehr, wenn du dich von überwiegend Fastfood und Süßigkeiten und Billigfetten und Auszugsmehlen und Fertigprodukten und so weiter ernährst? Also es sind jetzt natürlich zwei Extremszenarien. Ich denke, kaum einer von uns ernährt sich immer gut oder immer ganz miserabel. Aber stell dir diese Fragen nochmal, weil mir erleichtert das extremst, mich entweder aus einer Phase, wo ich es nicht so gut gemacht habe, wieder rauszuholen und mich
es wieder besser zu machen. Und es hilft mir genauso, dabei zu bleiben und mich immer wieder für mich und für meine Familie, für das zu entscheiden, was uns wirklich nährt und was uns wirklich gut tut und was uns nach meiner Ansicht und meinem Verständnis und meiner Erfahrung, ich bin ja nur eine Mama von 5 Kindern und ja, kann einfach nur von meiner Erfahrung und meinem logischen Verstand sprechen. Aber ich fühle mich, für mich fühlt es sich an, dass es mir dann leichter fällt, Allah subhanahu wa ta'ala nahe zu sein und gute Ibadah zu verrichten. Und ja, mir geht auch noch mal ein statistisches Beispiel durch den Kopf. Ist es nicht erschreckend, dass bei manchen Zivilisationserkrankungen statistisch die muslimischen Communities, also Länder, in denen der überwiegende Teil der Bevölkerung Muslime sind, einen schlechteren statistischen Wert haben als Länder, in denen der überwiegende Bevölkerungsanteil nicht muslimisch ist. Zum Beispiel Diabetes, aber auch andere Zivilisationserkrankungen, die eben auch medizinisch mit Ernährung in Verbindung gebracht werden. Und ja, wir achten sehr darauf, Halal zu essen. Aber nutze den heutigen Tag, im Koran nochmal nachzuschauen. Ich bin mir gerade selbst nicht hundertprozentig sicher, ob an irgendeiner Stelle im Koran nicht vielleicht doch nur Halal steht. Aber ich weiß, dass die Stellen, die ich jetzt gerade im Kopf habe, da steht Halal wa Tayyib. Und schau das für dich noch einmal nach. Recherchier das. Frag den Gelehrten oder einen von den Gelehrten, die du dir gerne anhörst, wo du Vertrauen für dich hast. Frag da noch einmal nach, was bedeutet Tayyib. Weil im Koran steht eben nicht nur Halal. Und frag vielleicht auch mal ausdrücklich nach, ob er unter Tayyib Coca-Cola oder meinetwegen auch eine nachgemachte, ähnlich, ein nachgemachtes, ähnliches Getränk, Limonade, andere Softdrinks und Fastfood und Süßigkeiten und so weiter verstehen würde. Selbst wenn da Halal vielleicht draufsteht, aber einfach der Zuckergehalt und wie viel Chemikalien sind da drin und wie viel Vitamine, wie viel dessen, was unsere Propheten, alayhim salatu wassalam, gegessen haben, nämlich, ich sage jetzt mal, lebendige Nahrung, also Nahrung, in der, wenn man sich die Zellen anschaut, sich noch was bewegt, wie Obst, Gemüse, Kräuter, ganze Körner, die frisch vermahlen werden. Und auch da, wir leben in einer Welt, die meisten von uns, wo, falls du dir eine Kaffeemühle besorgen konntest, mit der du frische Kaffeebohnen, also ganze Kaffeebohnen mahlen kannst, dann kannst du dir auch Getreide mahlen. Muss ja nicht jeder, ich meine, ich liebe einfach frisches Getreide so sehr, frisches Vollwertgetreide und vermahle mir mein Mehl so sehr gerne selbst, dass ich mir wirklich eine Getreidemühle gekauft habe, gebraucht. Was teuer ist, darüber kann man sicher diskutieren. Für mich war der Preis voll in Ordnung und ich würde es immer wieder tun. Oder ob du oder du kannst eben halt auch eine Kaffeemühle verwenden. Damit geht das durchaus auch. Und das vielleicht noch ganz kurz am Rande. Zwing dich nicht dazu, wo du merkst, dass der Nafs noch extremst rebelliert. Und auch das ist vielleicht zu verallgemeinernd gesagt, sondern schau halt einfach, was geht bei dir. Wie gut kannst du dein Nafs schon erziehen? Also versuch dir das ein bisschen vorzustellen. Wir reden von der Erziehung des Nafs. Ja? Es ist also so ein bisschen, kannst du dir vorstellen, wie so ein kleines Kind. Und das will natürlich die Dinge essen, die ihm schmecken, die dir schmecken. Aber wenn du jetzt an der Stelle
eben eine andere Entscheidung treffen möchtest, als was dir bisher immer so super gut geschmeckt hat, dich vielleicht auch auf die Reise machen möchtest. Und ich möchte dich wirklich zu dieser Reise einladen, für dich herauszufinden, gibt es vielleicht auch Dinge, die dir sehr gut schmecken könnten, die du einfach noch nicht kennst, die super gesund sind? Könntest du versuchen, Allah subhanahu wa ta'ala so zu vertrauen, dass es da Dinge gibt, die Allah erschaffen hat für dich, für deine Gesundheit und für deinen Geschmack, wo du gar keine Kompromisse machen musst, die dir vielleicht so gut schmecken, dass es dir gelingen wird, mit Leichtigkeit etwas Ungesundes, was du bisher gewohnt bist, zu essen, einfach liegen zu lassen? Und dann noch ein kleiner Rat als Mama und Ehefrau an der Stelle. Genauso wie du mit deinem Nafs, ja, schauen musst, dass du es nicht überstürzt und nicht von heute auf morgen so, jetzt essen wir überhaupt keinen Zucker mehr, nur noch vollwertig und wir ernähren uns ausschließlich von Kräutern. Ich kenne niemanden, der so lebt und das so durchhält. Keinen von den vielen Heiltherapeuten, die ich kenne, oder den Ärzten, die sich auch für Ernährung interessieren, oder auch den Muslimen, die sich sehr, 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 sehr für ihre Ernährung engagieren. Oder auch den chronisch Kranken, die ich kenne, die gar keine andere Wahl eigentlich haben, als sich wirklich für ihre Ernährung zu interessieren. So extrem macht es keiner. Aber schau für dich, welche Schritte du gehen kannst, dass du dich in diese Richtung bewegst. Also, es muss natürlich nicht so extrem sein, wie das, was ich gerade gesagt habe, aber wie du dich eben besser ernähren kannst als bisher. Sei es dir wert und denk daran, dass deine Beziehung zu Allah und deine Ibadah es dir auf jeden Fall auch wert sein sollten. Wenn dir der Gedanke vielleicht auch schwer fällt, was ja teilweise auch der Fall ist, es dir selbst wert zu sein. Also ich kenne auch Leute, die sich dann mit schlechtem Essen vollstopfen, wenn sie diesen Gedanken haben, ich mache sowieso alles falsch, also kann ich jetzt auch irgendwas in mich hineinstopfen. A'udhu billah. Auch sowas ist vom Shaitan, weil Shaitan mag uns nicht. Shaitan möchte uns Schlechtes. Allah liebt uns. Allah möchte Gutes für uns. So, also nochmal kurz den Satz zu Ende. Genauso wie es mit deinem Nafs wichtig ist, dass du halt auch ein bisschen schaust, wie viel ist für dich gangbar, wie viel kannst du jetzt für dich wirklich durchziehen. Es bringt nichts, wenn du jetzt 3 Tage extremst gesund isst und dann ja, stürzt du dich in die Eisdiele oder so und ja, verputzt da die komplette Theke leer oder sowas, sondern was kannst du Stück für Stück tun, damit du dauerhaft dich besser ernährst, als du es bisher getan hast. Und genauso wie du da mit deinem Nafs eben halt auch so ein bisschen deinen Weg finden darfst, Alhamdulillah, sowas kann auch Spaß machen, eben auszuprobieren, okay, wie viel lässt mein Nafs schon zu, wie gut habe ich mein Nafs schon erzogen, dass ich das hinbekomme, so zu leben. Genauso darfst du auch mit deiner Familie geduldig sein. Ich erlebe immer wieder, dass oft sind es die Schwestern, aber es kann auch schon mal umgekehrt sein, die dann ihren Ehepartner dazu zwingen wollen, so Schatz, jetzt wird sofort gesund gegessen und das ist islamisch super wichtig, schau mal, das und das habe ich recherchiert und dann werden vielleicht noch irgendwelche Hadithe dem anderen, ich sage jetzt mal so, um die Ohren geklatscht, was sicher islamisch auch nicht besonders gut ist, wenn man den anderen so voll frontiert. Konfrontiert mit etwas, wo er vielleicht in dem Moment einfach noch nicht bereit ist, das zu hören und auch umzusetzen. Und genauso mit den Kindern. Versucht da nicht in den Angriff zu gehen, sondern versucht einzuladen. Und wenn ihr zum Beispiel am Anfang mal Vollkornnudeln ausprobieren wollt, erstens achtet darauf, die werden ein bisschen anders gekocht als weiße Nudeln, brauchen zum Beispiel etwas länger, aber auch nicht zu lange. Also auch da gibt es al dente. Sondern achtet einfach darauf, dass ihr dann zum Beispiel die Auswahl gebt. Also man kann ja zum Beispiel auch mal 2 Töpfe Nudeln kochen. Ja, und insgesamt einfach auch mal fragen, hey, gibt es vielleicht irgendwas, was gesund ist, wo ihr heute Lust drauf habt?
was ihr regelmäßiger gerne essen wollen würdet. Und was kann ich tun, um es euch schmackhaft zu machen? Oder wie, auf welche Weise hättet ihr vielleicht Lust, das eine oder andere gesunde mal auszuprobieren? Und das zum Beispiel auch bei den gesunden, vollwertigen Mehlen. Ich kenne viele Schwestern, die es dann eine Zeit lang auch übertreiben. Dann muss es das Amaranth und der Quinoa und weiß ich nicht, welche Getreidesorten sein, die vielleicht wirklich sehr intensiv schmecken. Also Amaranth zum Beispiel mag ich selbst nicht besonders gerne. Quinoa finde ich sehr lecker. Sondern da eben wirklich auszuprobieren und erstmal ein bisschen zu kaufen und zu probieren, was ist eben ein gesunder Kompromiss für mich und für meine Familie. Und streitet euch nicht wegen dieser Sache, weil Streit ist eben halt auch nicht gut. Streitet euch weder mit eurem eigenen Nerv auf Zwickst, also so dieses, so ab heute muss so und so, wenn ihr eben merkt, ihr seid überhaupt nicht bereit, sondern geht langsame Schritte. Aber genau das wollte ich eben noch kurz sagen, das gilt nicht für alle. Ich kenne es an manchen Stellen auch von mir selbst. Manchmal ist der Sprung ins kalte Wasser auch besser. Wenn es einem gesundheitlich schon so dreckig geht, dass man merkt, man hat jetzt gerade die Motivation, sich das Wissen und die Fähigkeiten jetzt anzueignen, innerhalb von 2, 3 Tagen vielleicht, wirklich gesund zu leben und zu essen, ja dann mach es. Dann solltest du nicht dir 3 Monate lang Zeit lassen. Aber das kannst eben nur du wissen. Und da kann ich wirklich auch nur gerade auch besonders die Frauen, auch Männer haben Intuition, die Allah subhanahu wa ta'ala uns geschenkt hat. Aber vor allen Dingen auch wir Frauen. Wir haben ein gesundes Bauchgefühl. Ihr kennt eure Familie, ihr kennt euch selbst und ihr wisst, in welchem Tempo es geht. Und wenn es zum Beispiel mit der Familie oder auch mit Kindern nur noch darum geht, ich will jetzt, dass du isst, was ich will, dann ist das eben, ja, dann ist da zu stark euer eigenes Nerv. Und das merken gerade Kinder auch sehr stark, sehr schnell. Die merken das sofort. Die haben da richtig feine Antennen für. Aber es merkt auch euer Ehepartner, weil der kennt euch einfach besser, als irgendjemand anderes euch kennt. Und das stößt dann sofort auf Widerstand. Einladen, nicht zwingen. Das ist die Devise. Ladet euch selbst ein und ladet eure Familie dazu ein, euch etwas gesünder zu ernähren und mehr Wasser zu trinken. Oder bei Wasser zum Beispiel auch noch ein kurzer Tipp. Einfach mal ein bisschen Kräuter mit reingeben. Einfach mal, ich mache zum Beispiel oder da mal einen Tropfen ätherisches Öl mit rein. Und der Geschmack ist schon ganz anders. Und auch da ausprobieren. Nicht zwingen, sondern einladen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.